So, da sind wir zum fünften Mal wieder zurück in dieser scheiß zweiten Aufnahme. In der Hoffnung, dass diesmal es jetzt komplett funktioniert und nicht irgendwelche Kacke in diesem Wegspiel wieder mal passiert. Ne? Anstatt Codemeisters, Bugmaster, ne? Der Name wird langsam schon zum Programm bei euch, ne? Ihr Kackbratzen. Weil jedes Mal ist immer irgendeine andere Scheiße. Einheitsklassen wäre alles noch BMW. Wir wollen aber die Mehrheit mehr Klassen. 50% und weiter. Und ich sag dir, ne, liebes Entwicklerteam, ne, kommt hier irgendeine Scheißaktion von euch in diese Aufnahme, ne? Schwör ich euch. Schmeiß ich meine Konsole durch die Wand. Ne, wie ging der Spruch? Schmeiß ich meine Konsole durch die Wand, in den Flur, in den Garten, auf die Straße. Schick euch die einzelnen Teile zu, dann könnt ihr mir das Geld zurückschicken, ja, für eine neue, damit es klar ist. Weil es kann nicht sein, dass hier so eine Kack-Drecksbugs seit Jahren in diesem verkackten Spiel drin lässt. Und sagt, haben wir nicht gesehen, den Wix-Bug. Das ist der ein und gleiche Bug, den ihr schon seit 5 Jahren in diesem perfekten Spiel habt, ey. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Wir kommen also zum großen Preis von Belgien. Der Circuit de Spa-Francorchamps bedeutet eine 7 Kilometer lange Tour durch die ländliche Gegend der Ardennen und ein Aufeinandertreffen mit insgesamt 19 Kurven, von denen 9 nach rechts und 10 nach links verlaufen. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit liegt hier zwar bei 233 km/h, aber wenn das Wetter so bleibt, habe ich keine Hoffnungen, dass wir die heute erleben werden. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Gibst du mir gerade Trockenreifen, du Sacknase? Es sind Trockenreifen. Okay, die Systemchecks sehen uns. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Lasse die Reifen und die Bremsen. Wie sollen sie am Ende der Runde warm sein? Schon mal vorher aber fett gemischt. Ich stelle hier meine Reifen für den Boxerstopp auf W für nass. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Deine Bremsen sind auf Betriebstemperatur. Freue dich. Passen gerade am besten. Da sagt Trockenreifen passen, dann muss es ja seine Richtigkeit haben, anscheinend. Thank you.
die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Ja, da muss mal der letzte Pulten auch mal ein bisschen schneller da unten fahren. Ich stehe hier schon gleich eine Minute. Da hat sich die Aufwärmrunde mal sowas von gar nicht gelohnt, ihr Schwachmaten. Ja, meine Fresse, das ist nämlich genau, was ich meine, ihr scheiß Backmeister, das ist genau der permanente Fickfehler, den ihr seit Jahren immer in euren Wix-Games habt, Alter, ey. Wo ich mich frage, wozu so eine unnötige Scheiße, wenn sich ein Fahrzeug dreht? Warum? Und dennoch reinhauen, dass er sich noch ein drittes und ein viertes Mal dreht? Alter, was ist das für eine unlogische Scheiße, ihr Schwachmaten, Alter, ey. Ich kann gefühlt 10-mal schneller fahren als die zwei Idioten gerade vor mir, ey. Warum wird der Arsch auf einer gerade so tackendreist einfach langsamer, Alter, ey?
Das ist auch wieder so eine unlogische Art von Codemasters, ey. Normalerweise müssten Leute hinter mir ja schon permanente Zeitstrafen und disqualifiziert werden, weil sie innerhalb nicht 30 Sekunden rankommen. Aber nein, das passiert da nicht, das passiert nur bei denen, die, so wie Fahrer wie mir, die nicht automatisch fahren, sondern selber fahren. Wenn das Heftig hält, so lange draußen bleibt. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. Kürze ist es wieder trocken. Wenn das Heftig hält, so lange draußen bleibt, bis die ganzen Idioten an uns dran sind, kann er die nächsten 30 Runden noch weiterfahren. Alter, was war das denn? Wieso übernimmt er da die so eine scheiß Kontrolle, Alter? Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, dass bis zu dem grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Hier lässt du mich einfach am zweiten Gang drin hängen. Willst du mich gerade... Wofür eine 10 Sekunden Zeitstrafe, du Bastard, Alter? Was ist das für eine Logik? Umkehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Sehr gut. Reife Leistung. Thank you.
Alter! Es fährt in einer und denen ist das scheißegal oder was? Programmiert mal die Ficker nochmal neu, ihr Schwachmaten, Alter, ey. Ey, das ist so ein Bock, wo man eigentlich keinen Bock mehr hat, diese ganze Scheiße zu spielen, Alter, ey. Also kein Wunder, dass euer Name von Codemaster an Bugmaster gewechselt worden ist, Alter, ey. Egal auf welcher Plattform man dieses Wix-Game spielt, Alter, ey. Mann, du sollst Gas geben und nicht bremsen, du Spast, Alter, ey. Wahrscheinlich, weil das funktioniert. Das ist gut. Haben noch irgendwelche, die vorbeifahren wollen? Meine Fresse, in so einer Fahrt zur Seite fährt dieser Bastard oder schneller. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Das sind so unmodische Wix-Logiken, Alter, ey.
Ist richtig, vor ein bisschen überschritten. Da wo es diese orangene Wurst ist, da über die Überschreitung, nicht davor. Ey, das Video könnte ich ja glatt benennen, die Beleidigung an Bugmaster, ey. Aber Reifen, die keine Abnutzung haben, das heißt, wir holen das wieder auf, auch wenn wir gleich nur noch Runde, ja, 19 und 11 haben. Ich weiß nicht, was von dieser. Los, los, los! Damit haben wir unsere Strategie durch. Muss das jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Nachher, wenn man im Verkehr steckt. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Es kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei.
Dein Ernst? Bastard, Alter! Was bremst du, wenn man nicht bremsen muss, du Stück Scheiße, Alter, ey! Meine Fresse, du Pimmellutscher, Alter! Fick dich von der Linie, Alter, ey! Du Asylanten-Wichser, Alter, ey! So macht das doch keinen Bock mehr, dieses Wix-Game in jeglicher Art und Weise anzufassen, Alter, ey. Ja, deine Mutter ist auch jeden Tag auf Renntempo, wenn sie meinen Schwanz dort schon reiten tut, Alter, ey. Ey, das ist eine grüne Passage, das heißt Vollgas und nicht bremsen, du Sacknase, ey. Ich versteh's nicht, Codemaster. Was macht ihr mit den Logiken hier in diesem verfickten Rennspiel, Alter, ey?
Nein! Verdammt! So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Hier kommen jetzt also die Sieger nach einem aufregenden Grand Prix zum Podium hinaus. Drama und Spannung sind vorüber. Ja, Drama passt zum Titel jetzt. Jetzt ist es Zeit, das alles erst einmal zu Spa genießen. Spa und das Drama rund um Spa. So, mal gucken, ob jetzt... Das war's bei yes, heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Also es ist nur genau Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. 6 und 6 und 8. Oh, ich bin doch Zweiter geworden, weil der vor mir eine 5 Sekunden Strafe bekommen hat. Hm, nice. Wir hätten auch... Hätte man den Flügel jetzt nicht nochmal gewechselt, wäre ich auch Erster geworden. Aber das sei jetzt dahingestellt. Ja, und das war jetzt sozusagen einmal das Rennen mit dem BMW 2003. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch fürs Zugucken. Und ob jetzt, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, irgend noch eine Aufnahme von mir rund um zu Formel 1 2018 kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich werde es aber stark bezweifeln, dass eine kommt. Spielen zwischendurch wahrscheinlich sicherlich, aber wahrscheinlich keine Aufnahme mehr. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.